Guten Morgen, es ist noch früh und ich möchte euch mal ungeschminkt mein Gesicht zeigen. Ihr habt es ja schon ein paar Mal gesehen, wenn ich beim Schminken war. Aber ich bin noch sehr müde von gestern. Ich war gestern, ja, machte ich einen Ausflug nach meine Vergangenheit und in meine eventuelle Zukunft. Ich war in meinem Ort, wo ich früher 17 Jahre gewohnt habe, bevor ich ins Pflegeheim kam. Und dort ist jetzt ein Pflegeheim errichtet worden, wo ich eventuell auch hin könnte. Ich war es mal anschauen. Es ist sehr modern und viel größer und hat eine Dusche. Das würde mir gefallen, aber mir gefällt es eben hier auch und hier bin ich in der Nähe von der Stadt und dort bin ich weg und ich war dort und ich habe mich wohl gefühlt und doch auch fremd. Das sind so viele neue Häuser dort entstanden und es wird noch viel größer werden. Und ich selber interessiere mich für Wohnungen, die dort entstehen. Kleine Wohnungen für mich, also eine Zwei-Zimmer-Wohnung peile ich dort an und ich muss heute klären, ob ich das überhaupt finanzieren kann. Und wenn das geht, dann gehe ich zurück in meine alte Heimat. Dafür muss ich jetzt Gas geben und wirklich mit der Sonde steigern und am Gewicht zunehmen. Ich habe mir überlegt, dass ich den Sommer hier noch genieße und ins Schwimmbad gehe, halt mit dem Gewicht, das ich jetzt habe, und dann im Winter das Gewicht hochbringe in einem Spital, was mich nimmt. Weil ich merke jetzt wirklich, meine Beine, die schmerzen mich so dermaßen von diesem vielen Laufen. Ich war dann noch in der alten Siedlung, dort, wo ich 17 Jahre lebte. Und es ist alles dort noch gleich und ich war lange unterwegs. Ich war von 11 Uhr bis um 3 Uhr war ich unterwegs und das hat meine Grenzen total überfordert. Also mich schmerzen alle meine Beine und meine Arme und ich habe Mühe zum Aufstehen, richtig in den Morgen hineinzukommen von den vielen Eindrücken. Und ich bin unsicher und ich muss heute alles klären, aber ich mache das nicht gerne. Ich schiebe das immer gerne vor mir her. Aber ich muss es heute klären mit der Proimfirmis. Ich mache dann heute ein Telefon und werde euch dann danach berichten, was sie meint dazu. Und dann werde ich noch meine Treuhänderin anrufen. Und sie fragen, was sie meint dazu, wegen der Finanzierung. Ich würde ein unbetreutes Wohnen nehmen und einfach eine ambulante Betreuung nehmen, die mir die Krankenkasse finanziert, wie ich es früher hatte. Aber es wäre schon schön, wieder eigenständig zu leben, in einem Heim. Es ist schon gut, dass man hier mir schaut und ich bin jetzt müde und ich kann nicht selber mir schauen. Ich bin froh, dass man mir schaut und mir die Sonde bringt und alles. Aber es ist halt kein Leben. Es ist nicht das, was ich mir von einem Leben erwarte. Und es ist nicht diese Lebensqualität, die ich mir wünsche, wieder Freiheit und wieder Selbstbestimmung und einen Balkon, eine eigene Dusche und ich nicht jederzeit in mein Zimmer trampen kann. Das wäre, wenn bei euch jemand jederzeit in euer Schlafzimmer reinkommen könnte, wenn ihr nicht wisst, wann. Manchmal wird geklopft, also meistens wird geklopft, aber manchmal wird auch nicht geklopft und man erhält einfach Besuch und steht vor der Tatsache, war vielleicht gerade auf dem WC oder sonst in einer blöden Situation. Ja. Also drückt mir die Daumen für das Gespräch heute. Ich melde mich danach wieder bei euch. Ich weiß noch nicht, ob ich den Film hochladen werde, den ich gestern gedreht habe, weil ich doch vieles Privates zeige.
Und dass ich von dem habe ich ein bisschen Respekt, dass man das ja eigentlich nicht sollte im Internet. Deshalb mache ich es mündlich und werde dann mich später noch einmal melden. Bis später. Danke vielmals. Kleine Zwischenbilanz. Ich habe die Telefone jetzt soeben betätigt. Ich sehe mich da so schlecht. Und ich werde euch dann später erzählen, was dabei herausgekommen ist. Jetzt kommt eine Reinigungskraft. Bis später. Da sitze ich wieder. Ja, ich habe jetzt die Telefonate gehabt und ich bin auf die Realität am Boden gekommen. Erstens habe ich mit der Sozialarbeiterin telefoniert. Sie war noch sehr optimistisch und hat mir Mut gemacht und hat gesagt, das könnte man schon finanzieren und sie würden mir auch helfen bei der Einrichtung, bei der Ersteinrichtung dieser Wohnung. Und danach, das war ein sehr gutes Gespräch, motivierend. Und danach habe ich mit meiner Treuhänderin gesprochen und sie hat mir die Freude aus dem, wie sagt man, aus dem Schwung genommen. Sie hat mir gesagt, das sei unmöglich und es werde zu teuer und ich könnte das nie zahlen, obwohl ich habe ja Ergänzungsleistungen und sie werde es mal anschauen, aber sie könne mir nichts versprechen und ich müsse erst ihr beweisen, dass ich zunehme und das Gewicht halten kann, bevor sie mir zusagt, dass ich in eine Wohnung gehen kann und sie sich darum kümmert, dass ich das Geld bekomme, das ich benötige. Ich habe ja auch noch Unterstützung von der Hilflosenentschädigung und dort könnte es mehr werden, wenn ich in einer Wohnung wäre. Also unmöglich ist es nicht. Ich sehe, ich habe jetzt nicht angestellt, Entschuldigung. Bei der Sonde bin ich auch jetzt am Steigern und ich nehme es jetzt in zwei Dosen. Das geht mir sehr gut und ich werde es ihr beweisen. Ich habe mir jetzt gesagt, ich beweise es ihr. Sie wird mich nächste Woche besuchen und ich werde ihr dann schon sagen, wie weit ich bin und wie motiviert ich bin. Und dann vielleicht gibt es ein Licht und ich kann in solch eine Wohnung einziehen. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es wäre mein Wunsch und mein Lebensabend so zu verbringen und nicht in einem Pflegeheim, wo ich zwei Stunden früher aufstehe, bevor ich wie die anderen oder noch früher, ich stehe um 4 Uhr auf und die anderen um 8 Uhr, also 4 Stunden früher aufstehe, um zu duschen. Nein, ich möchte meinen normalen Alltag und ich möchte einen Alltag, in dem ich meine Freiheiten habe. Und ich wünsche mir das so sehr von ganzem Herzen, dass ich das auch schaffe, ein paar Kilo zuzunehmen. Es müssen ja nicht 10 Kilo sein, aber wenigstens 3, 4 oder 5. Und dann würde das schon reichen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich werde euch immer wieder mal sagen, wie es mir geht und zwischendurch einmal ein Kleidervideo drehen, das gewünscht wurde. Und ja, ich bleibe dran und sage euch, alles Gute, einen lieben Gruß und was man sich alles so wünscht. Ich hab euch lieb. Adieu.